Nach einem Dopingverdacht ist der WM-Kampf von Boxweltmeister Manuel Char am 29. September in Köln gegen Fres Oquendo aus Puerto Rico geplatzt. Nach Angaben seines Managements habe die Voluntary Anti-Doping Association, WADA, bei einer freiwilligen Trainingskontrolle des in Köln lebenden Syrers zwei auffällige Stoffe gefunden. Char muss sich zu den Vorwürfen äußern und hat die Möglichkeit, die B-Probe öffnen zu lassen. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung, doch aufgrund der ungeklärten Situation sehen sich der Promoter und Chars Management nicht in der Lage, die Veranstaltung durchzuführen, hieß es in der Mitteilung vom Donnerstag. Zuvor hatten Bild und Express berichtet. Mehr zum Thema: Char bestreitet laut Express die Einnahme verbotener Mittel. Ich bin von der Nachricht total geschockt und weine nur noch, sagte Char der Kölner Zeitung. Er habe noch nie irgendwas genommen, sagte der 33-Jährige. Ich habe meine Ernährung umgestellt und nehme Ergänzungspräparate. Vielleicht gibt es da was. Ich habe auch schon mit meinem Arzt gesprochen, von dem ich Infusionen bekommen habe. Er sagt, das sind ganz normale Vitaminmischungen, DPA.